Aber die Bauern sind auch zum Parteivorstand der Partei Die Linke gegangen in Berlin. Und da haben sie mal im Parteivorstand gefragt, sagen Sie mal, wer hat eigentlich den Sozialismus erfunden? Die Kommunisten oder Wissenschaftler? Nee, hat der Parteivorstand dort, der da war, Gysi war selbst nicht da, aber nee, das waren schon Kommunisten. Ach so, ja, das haben wir uns schon gedacht. Die Wissenschaftler hätten das vorher an Mäusen ausprobiert. Ja, ich habe nochmal in der Lewitz erlebt, wie Oma und Opa auf der Parkbank sitzen. Sie strickt, er liest die Zeitung. Da sagt sie auf einmal, weißt du noch das, als wir noch jung waren? Das war schön, dann hast du mich so auf den Gartenzaun gehoben. Und ja, sagt er, ja, lies weiter. Und auf einmal denkt er, ach, ne, schnappst du die Oma, ne? Auf den Zaun und das. Und sie, ja. Da sagt er, Mann, du warst doch damals vor Jahren gar nicht so erregt. Da sagt sie, nein, da war der Zaun auch noch nicht elektrisch. So, nun kommt ja auch bald wieder die Schneeschmelze, es wird Hochwasser geben, ne? Und dann beim Hochwasser saßen die Bauern, die oben auf dem Dach so, und er sagt, komm, schwimmt unten so ein Hut vorbei, ne? Und da sagt der eine zum anderen, oh Mann, der ist ertrunken bestimmt, ne? Nee, sagt der andere, das ist Egon, der lebt bei jedem Wetter. Ja, gut. So, die Bauern kamen wieder zurück in die Lewitz und wollten nun erzählen, sie haben wiederum drei Dinge, die sie aus Berlin mitgebracht haben. Und das ist erstens, die Tigerente sitzt da jetzt nicht mehr, aber die Koalition, die da in Berlin regiert, haben die dem ganzen Dorf erzählt. Das ist wie Rockerkrieg. Angels, Hell Angels gegen Guidos Steuerbantus. Und Westerwelle ist Außenminister. Da bekommt das Lied Eine Träne geht auf Reisen ganz besondere Bedeutung. Und drittens, Wirtschaftskrise, Erdbeben und ein Englisch-Legastheniker als Außenminister. Das wird ein Desaster 2010. So, und jetzt wurde ich darum gebeten, euch mal noch eine Bündenrede, die mir ein Freund gesendet hat, darzubieten. Das habe ich das noch gehört. Es ist ja pro Bündenrede 8 Minuten. Ne? Ich habe 2. Nein, diese ist auch kürzer. Diese Bündenrede wurde, das sage ich euch jetzt, 1995, und das soll wirklich so sein, in Flörsheim am Main, eine Karnevalshochburg, gehalten. Es gibt Leute, die sagen, Kalkofe hat die mal verfasst. Jedenfalls der Redner, der diese Bündenrede vorgetragen hat, wurde nach dem Vortrag unter Polizeischutz rausgebracht und die Sitzung wurde vorzeitig beendet. Aber die Rede ist mittlerweile Kult. Alaaf und Helau, seid ihr bereit? Willkommen zur bekloppten Zeit. Wir kennen das aus Akte X, doch Mulderrufe hilft hier nichts. Das kommt durch Strahle aus dem All und plötzlich ist der Karneval. Auf jeden Schlag werden alle närrisch und dämlich, denn das befiehlt das Datum nämlich. Es ist die Zeit der tollen Tage, so eine Art Idiotenplage. Eine Verschwörung, blöd zu werden, die jährlich um sich greift auf Erden. Ei, wahre Ausgeburt der Hölle und Ausgangspunkt ist Kölle. Denn dort gibt's nicht nur RTL, das Fernseh-Einheitsbreikartell, sondern auch jede Menge Jecken, die sich auf Nasenpappe stecken, in Teufelssekten sich gruppieren, danach zum Elverrat formieren und dann muss selbst das dürfste Schwein auf Kommando fröhlich sein.
Leute sich ganz schlimm verändern. Sie gehen sich hemmungslos besaufe und fremde Menschen Freibier kaufe, schweißen sich Bonbons an die Schädel, betatschen Jungs und auch die Mädel und tun einem jeden, den sie sehen, ganz furchtbar auf die Eier gehen. Sie tun nur noch in Reime sprechen und sind so witzig, man könnte brechen. Bewege sich in Polonesen, als trügen sie Gehirnprothesen. Man möchte ihnen im Vertrauen am liebsten in die Fresse hauen. Doch was soll man dagegen machen? Soll man vielleicht noch drüber lachen? Es hilft kein Schreien und kein Schimpfe, man kann sich nicht mal gegen impfe. Die Macht der Doofen ist so stark, als dass man sich zu wehren vermag. Am besten ist, man bleibt zu Haus und sperrt den Wahnsinn einfach aus. Man schließt sich ein paar Tage ein und lässt die Blöden blöde sein. Der Trick ist, dass man sich verpisst, bis Aschermittwoch ist. Und steht ein Zombie vor der Tür mit so einem Pappnasengeschwür und sagt statt Hallo nur Helau, dann dreh sie um, die dumme Sau, und tritt ihr kräftig in den Arsch und spielt nach Hallamarsch. So, und ich sag's jetzt nochmal und ganz ehrlich, vielleicht hat jemand die Zeitung gelesen, wir wollten diesen Karneval nicht, wir wollten anderen machen, und ich denke, das ist uns gelungen, und deswegen haben wir hier Spaß und Freude. Die Seemannsklavier und wir. Einen herzlichen Dank an unseren Benisch Laszlo zum Hörrad. Herr Kapellmeister, eine Saal-Ehrenrunde als Dankeschön des Saals begleitet unser Benisch Laszlo von unserer Miss Karneval. Danke sagen wir dem Bernd.